rein? Wie haben Sie das gemacht? Ja, wir haben eine ordentliche Strategie gehabt und eine, ja, ich sag mal, ja, sehr engagierte Wahlkämpfer, die das 55 Wahlkreise, wir sind in 55 Wahlkreisen angetreten, wir haben, das muss ich vorstellen, von 55 Wahlkreisen 52 gewonnen in Hessen. Das ist schon selten zuvor gelungen und insbesondere muss man sich vorstellen, alles Schwarze und zwei Grüne. Ich kann das in Bezug auf Markus Söder gar nicht beantworten. Da müsste man sich die Zahlen noch mal sehr genau anschauen. Wir haben uns erstmal die hessischen Zahlen angeschaut. Ich glaube, die Strategie ist richtig gewesen, zwar eine sehr klare konservative Sprache zu sprechen, aber eben keine falschen Signale zu senden. Und insoweit bin ich ganz zufrieden, dass wir uns entschieden haben, es so zu machen. Die CDU in Hessen ist sehr stark da. Wir haben einen sehr klaren Regierungsauftrag erhalten. Diesen klaren Regierungsauftrag werden wir jetzt auch annehmen. Und in den nächsten Tagen möglicherweise schon Stunden in die Sondierungsgespräche eintreten. Oh nein, wir haben ja die Wahl insgesamt gemeinsam gewonnen. Mit der Bundes-CDU, mit Friedrich Merz, wir Hessen gemeinsam mit allen, die hier Verantwortung auch im Bund tragen. Und insoweit, ich finde es wichtig und richtig, dass wir Diskussionen, die alle Menschen betreffen und die den Menschen auf den Nägeln brennen, auch wirklich in der Mitte der Demokraten und in der Mitte der Gesellschaft führen. Und das haben wir in Hessen sehr intensiv getan. Naja, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, sind wir ja nun wirklich mit einem großen Abstand vorne. Und das bedeutet, dass die Bürgerinnen und Bürger jetzt auch den Anspruch haben und auch den Wunsch haben, dass die Positionen, die wir im Wahlkampf vertreten haben, am Ende auch Wirklichkeit werden. Das bedeutet, dass wir jetzt mit allen möglichen Partnern ins Gespräch eintreten. Zuerst mit dem derzeitigen Koalitionspartner, mit den Grünen, dann mit den Sozialdemokraten, aber auch mit den Freien Demokraten, mit denen wir dann am meisten Positionen der CDU umsetzen können, mit denen wir am meisten CDU umsetzen können. Darauf kommt es am Ende an.